In der heutigen Lektion widmen wir uns der Frage, wie kann man Coding- und Making-Projekte für den eigenen Fachunterricht so vorbereiten, dass sie sich nahtlos in den Unterrichtsablauf integrieren lassen. Beachtet man bei der Vorbereitung einige Aspekte, wie zum Beispiel zur Verfügung stehende Ressourcen oder zu erreichende Lernziele, so gelingt die eigentliche Durchführung dann relativ entspannt und stressfrei. Schauen wir uns einmal die Coding- und Making-Planungshilfe unseres MOOCs genauer an. Wir haben euch auf der Vorlage Felder vorbereitet, in denen ihr erstmal die vorgegebenen Eckdaten und Bedingungen aus den sogenannten Kerncurricula oder auch Lernpläne genannt einfügen könnt. Wir starten, indem wir festlegen, dass für den Unterricht Biologie, als ein Beispiel, eine Coding- und Making-Unterrichtseinheit geplant werden soll. Die Kerncurricula findet man auf den unterschiedlichen Bildungsservern der Länder. Sie beinhalten unter anderem die zu erreichenden operationalisierten Lernziele. Was das bedeutet, schauen wir uns jetzt im Detail an. Wir würden uns für das Unterrichtsthema Haustiere in dem Kompetenzbereich Bewertung bewegen. Und wir planen, weil wir zum Beispiel im Jahrgang 5-6 sind und das Thema Haustiere durchführen, ein Coding- und Making-Projekt, das sich auf diese beiden Lernziele stützt. Das heißt, das erste Lernziel, das wir erreichen wollen, ist, dass die Schülerinnen und Schüler auf der Basis von Fachwissen Gründe für und gegen Handlungsmöglichkeiten in alltagsnahen Entscheidungssituationen, zum Beispiel bei der Wahl des Haustieres, nennen. Das bedeutet im einfachsten Fall, man lernt, welche Bedürfnisse Haustiere haben und welcher Aufwand für den Tierhalter verbunden ist, und sagt diese auswendig auf. Je nach Lerngruppe können wir auch versuchen, dass wir aus den weiterführenden Jahrgängen vielleicht einen einzelnen Operator vorziehen. Halten wir in der Planungshilfe fest, dass unser Unterrichtsthema Haustiere sind und dass die operationalisierten Lernziele diese beiden folgenden sind. Wenn ich jetzt die Operatoren kenne, das heißt, wir wollen etwas entwickeln und auch nennen, dann kann ich jetzt in einer weiteren Hilfe zu den Operatorenzuordnungen feststellen. Der Operator entwickeln gehört mit zum Konstruieren eines Artefakts und eben nicht zum Re- oder Dekonstruieren. Jetzt kommt noch eine weitere Rahmenbedingung, die Zeit. Wenn ein Artefakt konstruiert wird, dann bedeutet das auch, dass die Schülerinnen und Schüler einen besonderen Mehrbedarf in der Durchführungszeit haben und ich als Lehrer oder Lehrerin gar nicht so sehr in der Vorbereitung gefordert bin. Wir können nun festhalten, ich muss etwa eine Stunde Vorarbeit leisten, und für die Durchführung plane ich 4 bis 6 Stunden. Als nächsten Schritt notiere ich, welche Räume ich zur Verfügung habe. Hier habe ich vielleicht einen Fachraum und das Präsentieren kann man da auch machen. Das Aufbewahren ist aber in der Schule nicht möglich, das heißt, das wird von den Schülerinnen und Schülern zu Hause aufbewahrt. Als nächstes überlege ich, welche Werkzeuge und welches Verbrauchsmaterial habe ich zur Verfügung. Werkzeuge sind hier Schere, Kleber und Stifte. Verbrauchsmaterialien sind Wellpappe und Fotokarton. Und an Technik habe ich leider gar nichts zur Verfügung. Jetzt ist die Frage, was kann ich eigentlich für ein Artefakt gestalten? Man sieht jetzt schon, bei der fehlenden Technik macht es keinen Sinn, ein virtuelles Coding-Artefakt zu versuchen, weil ja die Ressourcen überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Zum Material gibt es noch unsere Liste, wo man entsprechend nachschauen kann, ob ich hier einfaches Material oder spezielles Verbrauchsmaterial zur Verfügung habe. Damit kann ich auch entsprechend das noch mit berücksichtigen. Um jetzt die mittlere Spalte noch beantworten zu können, welches Artefakt können die Schülerinnen und Schüler umsetzen, hilft uns ein Blick auf eine weitere Folie. Hier kann man schauen, was habe ich überhaupt für Raum zur Verfügung. Vielleicht habe ich wenig Arbeitsfläche und wenig Aufbewahrung. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, dass ich irgendwo hier lande. Ich habe aber keine virtuellen Werkzeuge zur Verfügung, sondern nur reale. Das heißt, man sieht jetzt schon, auch nochmal im Hinblick auf die Zeit, dass ich hier zwischen wenig und viel bin bei der Durchführung. Also, dass ich eher ein statisches Artefakt vorziehen sollte. Damit habe ich jetzt schon gute Vorarbeit geleistet. Ich weiß, welches Thema und welche Lernziele ich in welchem Zusammenhang angehen will, welche Materialien ich habe und wo und was wir umsetzen. Wenn wir uns jetzt die Liste der Artefakte anschauen, dann können wir bei den statischen Artefakten sehen, dass es sich hier um Dinge handelt, die nicht groß sein müssen. Sie können natürlich aber auch in Lebensgröße ein Haustier darstellen. Es gibt hier also viel Freiheit in der Umsetzung. Auch die Schülerinnen und Schüler können ihre eigenen Ideen beim Konstruieren einfließen lassen. Was wir hier also als Lehrkraft vorgegeben haben, ist, wie das Artefakt, das entstehen soll, sich im Lehrplan einfügen lässt.
Wir haben auch gesagt, wir müssen durch die Operatoren, die vorgegeben sind, uns eher im Bereich des Konstruierens bewegen, was das Thema Haustiere betrifft. Die Schülerinnen und Schüler können aber natürlich genauso ihre Interessen vertreten bei der Umsetzung beim Erstellen des Artefakts. Das Ganze sollte natürlich aber festgehalten werden mit den Schülerinnen und Schülern. Das heißt, sie werden dann aufgefordert, ihre Entscheidung zu begründen, warum sie jetzt genau dieses Artefakt so gewählt haben, wie sie es gewählt haben. Dies kann dann auch zur abschließenden Bewertung herangezogen werden.